Okay, wir haben schon mal Licht, das ist schon mal gut. Alles außer Schreiben ist ein Kampf. Ich fühle mich krank. Ich habe es geschafft, nach unten zu gehen. Dort ist ein Schuhkarton mit Büchern und Dokumenten von Thomas Zane. Es fiel mir schwer, aber ich habe einiges gelesen. Er ist ein guter Dichter. Er schreibt von Musen und Schöpfern, Beschwörungen an einem magischen See und seiner Macht, die Welt zu formen. Von Götterreich, Träumen und Dämonen. Von dunklen Wesen, die darauf warten, in menschlichen Körpern verborgen zu uns herüberzukommen. Zane schreibt über sich selbst die Vereinnahmung seiner Freundin durch das Dunkel und über seine Angst vor dem See. Zane glaubt, dass er ein Spiegel der über uns liegenden Leere ist, wo eine grausige Kreatur lauert. Ich kroch wieder nach oben. Ich werde die Ideen übernehmen. Sie klingen richtig. Sie passen. Hm. Plagiatieren nennt sich das. Oh, okay, wir nehmen natürlich nur das... Die Jagdgewehrmunition mit. Tja, wenn ich jetzt natürlich... Ich meine, gut, die Schrotflinte hat halt einfach 14 Schuss, ne? Irgendwie, die Jagdgewehr hat nur 4. Ja, ist schon... dafür ist es halt stärker. Gut, die Jagdgewehr, aber wir bleiben jetzt bei dem Setup hier. Irgendwie ist eigentlich auch gar nicht so schlecht. Fokussieren. Schön, schön. Wir haben auch schon Holzfäller irgendwie, wenn man die Dunkelheit hat hier. Hier einfach alles wegmäht. So, ich glaube, wir sind gleich da. Also auf jeden Fall sind wir schon an einem relativ hohen Punkt. City. Was? Der Entführer hatte mir eine SMS geschickt. Die Nachricht war voller Schreibfehler und Beleidigungen gewesen. Er befahl mir, ich solle mich gefälligst beeilen. Das ist, so schreibe ich halt auch gerne mal in anderen Chats. Ne? Ohne Beleidigung, aber halt einfach so als, als wenn deutsche Rechtschreibung nicht existieren würde. Und den Rest macht dann Autokorrektur. Ah, siehst du, nun schon hat er... Oh, 8 Schuss für die Leuchtpistole. Oh, ich hab's endlich geschafft. Einmal richtig. Yay. Was? Krähen? Vögel. Oh, mein Gott. So cool in dem Spiel. So, lass mal den Schwarm mal kurz ein bisschen näher kommen. Ich darf jetzt noch nicht so die Lampe drauf richten, ansonsten fliehen sie wieder weg. Dann hängt sie nicht im Fokus. Ich könnte jetzt mal schnell versuchen rüber zu rennen. Oh, ich sollte Hilfe machen, ich sollte Hilfe machen. Wo? Oh. Okay. Wo? Oh, nicht doch, Alter. Nicht doch. Nein, nein, Mann. Verdammt.
Moment, hier lag doch gerade Munition. Sie einfach despawned? Spinne. So, und dann bin ich jetzt also in der Mine. Folgt mich. Ganz, ganz toll. Schön. Wunderbar. Ist voll der Place to be für mich. So, was haben wir hier? Tunnels go to Cauldron Lake. Okay, die Tunnel gehen zum Cauldron Lake. Ja. Die Stimme, meine Frau, die Steuer. Ich kenne die Stimme. Unter Tausenden. Alice? Boah, ich laufe gerade so völlig in die falsche Richtung, glaube ich. Ohne jede Vorwarnung schlug der Kopfschmerz in meinem Gehirn ein. Haben wir ein Aspirin bei? Oder was von Ratiofarm? Alice! Hier! Mir reicht's. Nichts wie raus hier. Die Jäger waren groß und stämmig, selbstsicher und mit den Wäldern vertraut. Sie fühlten sich gut und unterhielten sich bis in die Nacht mit Bier und Geistergeschichten. Doch es nützte ihnen nichts, dass sie das Dunkel tief in eine Finsternis zog, die schlimmer war als jede Geistergeschichte, die sie je gekannt hatten. Welche Jäger bitte? Okay. Die Silbermine verlassen. Warum bin ich denn erst eingelaufen, Mann? Ich dachte, das bringt mich jetzt hier zu dem Aussichtspunkt. Oh, Mann. Na los, okay. Okay, wir bleiben kurz stehen. Ja, einmal Tiefluft holen. Hallo. So, und weiter geht's. Okay. Wahrscheinlich gibt's hier noch einen anderen Ausweg, weil ich glaube, den, durch den wir gekommen sind, der ist ja für den Arsch. Ne? Irgendwie, da ging's ja nirgendwo hin weiter. So, okay, hier ist leider nichts. Warum lang? Ja, ich bin ein bisschen verängstigt, wenn ich hier von Jägern lese. Groß und stämmig. Ein bisschen Angst. So. Na? Freunde, it's a trap. It's a trap. Kann ich schon gleich rausholen, das Ding. Oh, da vorne ist Licht. Selbst hinter den geschlossenen Türen und Vorhängen seines schmutzigen Zimmers im Majestic, dem hiesigen Motel, spürte Nightingale die Blicke der Einheimischen, den eisernen Druck ihres Urteils. Er verdrängte es. Sie konnten alle längst unter Wakes Bann stehen. Man tut, was man muss, um den Job zu erledigen. Die Flasche in seiner Hand spendete ihm Trost. Bitte, dachte er, lass mich das nur durchstehen. Aha, Nightingale glaubt also, dass wir das Ganze... Die ganze Kleinstadt hier irgendwie in unserem Bann haben? Durch das, was wir schon. Was denn? Wieso denn? Ach schön. Wer bist denn du? Oh, na danke, Alter. Sie dicken. Oh Mann! Hm. Ja, ist halt immer fies, wenn die halt einfach von mehreren Seiten kommen. Und eigentlich musst du hier ständig irgendwie geführt in Bewegung bleiben. Was aber auch nicht einfach ist. Die Steuerung ist, also die Steuerung an sich ist cool von dem Spiel, aber sie ist etwas schwammig, tatsächlich. Naja, und dann kommt natürlich noch mein komplettes Unvermögen mit dem Xbox-Pad hinzu
Und schon haben wir die Scheiße. Ne? Schon haben wir hier den Salat. Und ihr armen Zuschauer, ihr müsst jetzt ohne Einfluss drauf haben zu können, ausbaden. Irgendwie. Und mitleiden. Ich musste nach oben durch diesen Minenschacht, um weiterzukommen. Vielleicht könnte ich die Maschine nutzen. Ja, da sieht mich doch schon wieder auf so ein Mittelteil hüpfen, ey. Na, was geht hier noch? Sage ich jetzt. So, es klingt doch alles nicht besonders sicher, irgendwie. Es ist alles irgendwie knacke, alles morsch und marode und ach. Alles durchkorrodiert, der ganze Stahl. Was? Was? So, wir können uns so nicht vorstellen. Oh nein, muss ich jetzt hier wirklich... Ach, bitte nicht, Alter. Ach, bitte nicht. Das war, glaube ich, mehr Glück als Verstand gerade. Nur so die Kante hochgeglitscht. Treten. Okay. Das kommen wir hier runter. So, hier haben wir nochmal eine Bedientafel. Und jetzt würde ich doch mal sagen, wir fahren nach oben, klettern wir nach oben und hüpfen da dann hoch. Das sieht mir jetzt erstmal nach einem Plan aus, das können wir mal machen. Wo uns immer auch dieser, wer lässt sich auch so einen Scheiß einfallen, Alter? Nee. Nee, das war nichts. Das war nichts. So, dann müssen wir hier nochmal hoch. Nicht besonders hier linke schon, was die gute Ellen hier macht, ey. Das klingt alles doch nicht so gut für die Knie. Mit der Hüpfe. Ja, der Türenzerstörer. So, okay. Könnt ihr jetzt nach oben? Oben sieht gut aus, weil ich glaube, wir müssten auch nach oben. Oder? Aber hier könnte noch Öl. So, dann geh ich vielleicht doch mal wieder nach oben. Du weißt, also theoretisch hätte ich eher gedacht, dass wir tatsächlich hier nach oben müssen, so als Ziel. In der Hoffnung, dass da oben natürlich der Mirror Peak ist. Aber hier oben finden wir Leuchtfackeln, okay. Vielleicht finden wir im Haus noch etwas. Haus in Anführungsstrichen. Nee. Nichts. Sonst noch irgendwas? Nee, auch nichts. Okay, gut. Naja, Leuchtfackeln, immerhin, ne? Immerhin. Tatsächlich sind die natürlich bei so einem Vogelangriff eigentlich ganz geil, glaube ich. Irgendwie, wenn er da so eine Leuchtfackel zündet plötzlich. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Wir werden jetzt wahrscheinlich hier gleich mal kommen. So, was ist das da drüben? Ist da... Achso, da kommen wir jetzt her, ne? Das ist quasi die Geisterstadt. So, okay. Mach die mal kurz an, bitte. Soll ich eine kleine Lichtquelle haben? Sehr schön. Hurra! Oh Gott, Alter. Ich will mich ja keine Zigarette kriegen auf das Ding, ey.
mit Boden verrosteter Scheiße. Oh nee. Das hat er nicht dafür. Nee. Nope, nope. Ich bin außen angerufen. Dieser Vogelangriff hier auf so einer... Mann, du kannst dich ja nicht wehren, ey. Ja, wie kommt ihr? Ja, sie fliegen weg. Okay. Hoffig. Oh, was ist jetzt los? Mann, wieso denn? Hör doch auf, die Bäume jetzt hier wegzuknallen, Mann. Ja. Nein, 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 bitte nicht. I'm coming like a wrecking ball. Scheiße. Sorry. So, dann kommen die Penner hier schon mit den Hinterwettler-Kumpeln. Also kann mich auch täuschen, aber Market eventuell nicht, dass wir ja, ich würde sagen. Also ich brauche ein eindeutiges Zeichen. Schick mir ein Zeichen. So, okay. Ah, schön. Freunde! So, hier hätten wir auch einfach ankommen können. Das wäre sehr stilvoll gewesen, aber nein, wir mussten ja quasi hier die Miley Cyrus machen. Okay. Enemies incoming. Oh, ey, ist gut jetzt. Das darf nicht wahr sein, Alter. Egal woher, irgendwie, du kriegst das Ding in die Fresse. Der kann von sonst wo werfen. Ne? Wo denn? Also man sieht ihn noch nicht mal. Kommt hier irgendwo so ein Spaten angeflogen, verstehst du? So, drück mal den Ballermann aus der Tasche. Aber vorher lesen wir nochmal ein Schild. Cauldron Lake. Cauldron Lake ist der 8. tiefste See der Welt und ein Calderasee, der sich in einem Vulkankrater gebildet hat. Der Vulkan kann als aktiv eingestuft werden, ist jedoch seit dem vulkanischen Erdbeben von 1970 nicht ausgebrochen. Doch selbst dann war die unterirdische Aktivität vergleichsweise gering. Es entstanden zwar Sachschäden, Todesopfer gab es jedoch keine. Cauldron Lake ist einer der schönsten Plätze in der Gegend von Bright Falls. Um ihn ranken sich viele Sagen und Legenden von der Einheimischen. Der See ist ein beliebtes Erholungsziel für die Bewohner des Gebietes. Ja, finde ich auch. Also, selten konnte ich so entspannen wie hier. Muss ich ganz ehrlich sagen. Finde ich gut hier. Ne? Bright Falls, 2 Daumen nach oben und 5 Sterne. So. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall, Mann. So, da oben ist noch eine Thermosflasche. Die holen wir uns. Es sei denn, oh, oh, von beiden Seiten, das ist doch wundervoll. So, ist ja nicht so, dass ich jetzt die ganze Zeit irgendwie eigentlich eher... Ey, ihr Flachwichser. So, auch mal wieder völlig mit den falschen Waffen gefeuert hier, aber was ist... So, auf der Brücke wollte ich jetzt eigentlich einfach nur eine Blendgranate zünden. Stattdessen hat er Leuchtfackeln abgefeuert. Das ist... Da frage ich mich schon. Warum bin ich so blöd? So, okay.
Wo ist der Schatz? Wo ist der Schatz vergraben? Ah, hier. Wunderbar. Ist die Kiste. Leuchtpistole, Munition. Wunderbar. So, schnell mal wieder umschalten. Ihr kennt's. So, was ist da oben jetzt schon mehr für eine Gruselruine? Und warum komme ich denn jetzt hier nicht lang? Mann. Mott hatte alle von Stuckys Miethütten überprüft. Nirgendwo eine Spur der Wakes. Es war dunkel, als er ihren Wagen am Ende der Straße am Cauldron Lake fand. Das ergab keinen Sinn. Sie mussten falsch abgebogen sein, aber es gab keine Spur von ihnen und der Wagen stand dort schon seit Stunden. Mott stand frustriert auf dem Überrest der Fußgängerbrücke, die einst zur Divers Isle geführt hatte, bevor sie versunken war. Der Boss würde nicht erfreut sein. Wer ist denn bitte der Boss von Mott? Ist es Barbara? Kann das sein? Vielleicht erfahren wir es noch. Okay, dann hoch hier und wahrscheinlich müssen wir hier beherzigen treten. Nein, nur drücken. So, bei meinem Glück wäre die genau links jetzt daneben gefallen. So, treten. Also wirklich auf so einem Berg, Alter, der nur noch so wirklich aus Schrott zusammengehalten wird. Ne? Den ganzen Sperrmüll hier irgendwie. Irgendwo beherzt gegen zu treten, finde ich schon. Das ist ambitioniert irgendwie. Das auch sehr dumm. Okay, was ist noch? Thermosflasche, aber da kommen wir nicht ran. So, kommen wir lieber in den Keller. Yeah. Na wunderbar. Oh, was ist das hier? I miss you, Tom. Did you write this? Tom. Talk to me on TV. I miss you, Tom. Tom. CV plus TZ. I miss you, Thomas Zane. Ach du Scheiße. So, ich hab definitiv ganz mega fette Blair Witch Vibes gerade. Ich geh mal hoch. Wenn jetzt irgendjemand in der Ecke steht, rastig aus. Flippig aus. So, ein paar Leuchtfackeln. Ja, die Wehrmunition. Ja, das ist natürlich scheiße, ne? Irgendwie, wenn du kein Jagdgewehr hast, irgendwie bringt dir Jagdgewehrmunition natürlich einen Scheiß. Einfach yay. Ja. Ich muss weg. Hau ab. Fackel an! Hinter... Oh Mann! Hinter mir! Alter! Oh, okay, mir geht's nicht gut. Ich bin tot. Verdammt Axt. Nicht schön. Achso, ich bin voll. Okay, Geisterregal. Wunderbar. So, warte mal. Leuchtet hier nochmal irgendwas? Dahinter war noch was. Lithium-Batterien. Tja, ich glaube, wir sollten jetzt einfach nur ganz dolle in Bewegung bleiben. Also grundsätzlich sind ja die Leuchtfackeln nicht verkehrt. Bin nur der Meinung, dass die Blendgranate auf den ersten Step halt einfach besser ist, weil sie gleichzeitig tötet, im Gegensatz zu den Leuchtfackeln.
kriegt jetzt hier ein Schiff dafür. Kau die Mumpeln jetzt raus hier! Ja, ja, Körper! So. So, na, das, das ging noch gut. So. Schön. Warum nicht gleich so, Stief? So, und das hat die Frage, komme ich hier irgendwie noch lang oder ist der Boden jetzt komplett weg? Okay, man kann hier drüben rüberspringen. Und dann wahrscheinlich... Geronimo! Ja, springen wir mal vielleicht eher doch über der flacheren Seite runter und holen uns natürlich erstmal die Thermoskanne. Lecker Schmecker Süppchen muss sein. Ihr seht, ich variiere gerne mit dem Inhalt der Thermoskanne. So, wo zum Leberwurstbrötchen ist denn jetzt nur aber der verdammte Minus Peak, Alter? Ich dachte, jetzt laufe ich wieder runter, oder was? Wir waren doch schon gerade oben. Ich sah den Cauldron Lake. Mir kam es vor, als würde ich sehen, wo die Insel und die Hütte mal waren. Ich erkannte ein Licht. Das musste ein Boot sein. Ja, aber das ist doch jetzt... Ich verstehe das nicht. Ich war nah dran. Ich musste schnell dorthin. Ich fürchtete, das Schlimmste vorzufinden. Hey, ich bin hier! Ja, du zum Spatel, Alter. Ich bin es. Nein, weg von mir! Tut mir leid, bitte! Der Boss hat nicht gewusst, mit wem er sich anlegt. Ich hab's nicht gewusst. Ich schwöre es, ich hab's nicht gewusst. Wir haben seine Frau nicht... Was?